Hallo und herzlich willkommen zu Tag 22 meiner Minimalismus Challenge. Heute sollte ich mir eine entspannte Abendroutine schaffen. Da meine Wochentage derzeit ziemlich vollgepackt sind, habe ich mir seit einiger Zeit sowieso schon eine Abendroutine angewöhnt, die mir abends nach einem langen Tag etwas Entspannung schafft. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich als erstes duschen und schmeiße mich in meine Jogginghose und Strickjacke. Da ich Kerzenlicht liebe und es für mich zu einem entspannten Abend dazugehört, mache ich erstmal alle Kerzen in der Wohnung an. Danach esse ich Abendbrot. Meistens koche ich noch etwas, aber heute gibt es Brot mit verschiedenen Aufstrichen. Nach dem Essen dann setze ich mich noch ein paar Stunden an den Rechner und gucke noch ein paar YouTube-Videos oder beantworte Kommentare. Um mich dann auf morgen vorzubereiten, mache ich meistens noch so eine To-Do-Liste. Das hilft mir auch, mich dabei zu entspannen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dadurch irgendwie anstrenge oder so. Ganz im Gegenteil. Mir gibt das ein gutes Gefühl, dass ich am nächsten Tag genau weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen gehört das auch zu meiner entspannten Abendroutine mit dazu. Ungefähr gegen 12 Uhr mache ich mich dann meistens so langsam bettfertig sozusagen. Ich mache mir dann einen Tee und während der zieht, gehe ich ins Bad, putze mir die Zähne und mache mich nochmal etwas frisch. Und dann kommt der Tee mit ins Bett. Dort lese ich noch etwas oder treibe mich mit dem Telefon auf meinen Social Media Plattformen rum. Das dauert aber nicht mehr lange, weil ich jetzt schon ziemlich müde bin und dann lege ich mich schlafen. Und somit verabschiede ich mich auch von euch und sage gute Nacht und bis morgen.